Ja, denkwürdiges Jahr geht jetzt langsam zu Ende. Jetzt ganz, ganz wichtig, eine wunderschöne Zeit. Wir haben hier den wunderschönen Tannenbaum, den Christbaum stehen. Wir feiern Weihnachten und das Fest der Besinnung natürlich, das Fest der Liebe. Und auch wenn die Rahmenbedingungen dieses Jahr ja anders sind als normalerweise, bin ich mir ganz sicher, dass die Leute sich freuen, einfach mal runterzukommen, zwischen den Tagen, zwischen den Jahren natürlich dann auch mal Ruhe zu finden. Und ich denke, das ist auch das Gebot der Stunde, dass man jetzt auch schaut, dass man ja für sich etwas ist, aber natürlich dann auch Kontakte vermeidet. Das ist Stichwort schon, wie gesagt, dieses Jahr mit der Corona-Pandemie. Eine nicht für möglich gehaltene, für mich auch nicht für möglich gehaltene Sache, die jetzt natürlich dann wieder gegipfelt hat in einem vollen Lockdown. Also bis auf ganz wenige Bereiche ist alles geschlossen worden und das wird auch wohl bis ins neue Jahr so bleiben, 10. Januar. Deshalb mein Appell auch, die Auflagen auch zu befolgen. Wie gesagt, auch wenn es schwerfällt, keine Treffen zu Veranstaltungen, nicht unbedingt zusammen überall gemeinsam aufzuschlagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir einfach auch dann die Zahlen senken können und dass wir einfach auch, wie gesagt, wenn die Impfstoffe jetzt auch zwischen den Jahren möglich sind, dass wir dann diese Pandemie auch besiegen werden. Das geht nur gemeinsam, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe und wir haben unser Schärflein dazu beigetragen. Unsere Verwaltung ist jetzt zwischen den Jahren geschlossen. Wir sind im Notfall auch erreichbar hier im Rathaus. Und ja, und ich möchte vielleicht ganz kurz auch noch ganz auf den Baum hier eingehen. Es gibt eine Jahreskugel. Seit 2016 machen wir das. Ein Baum, der unverwechselbar zur Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach dazugehört. Und dieses Jahr ist es natürlich dieser Coronavirus oder dieses Coronavirus, das in der Kugel gefangen ist und hoffentlich auch da drin bleiben kann. Aber auch die anderen Kugeln und auch die Anhänger lohnen sich einmal zu bestaunen, wenn ihr unterwegs seid, auch noch im neuen Jahr. Bei uns bleibt der Baum stehen, normalerweise auch länger wie der 6. Januar, dass wenn die Verwaltung wieder geöffnet ist, dass er einfach mal anschaut. Das haben die Mitarbeiter gemacht im Haus und ich freue mich, dass jedes Jahr eine Kugel dazu kommt. Ja, ich wünsche euch, euren Lieben, der Familien beste Gesundheit, bleibt tapfer, ja, nutzt die Mund- und Nasenbedeckung, die Sicherheitsmaske natürlich auch, haltet die Abstände, ruft euch einander an und die Zeit geht vorbei wie im Fluge und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir wieder, ob Veranstaltungen hier in unserem Kongresscenter oder unserem Schwimmbad, Freizeitbad, aber auch die Schule wieder, Kindergärten wieder dann auch Stück für Stück in den Normalbetrieb kommen können, auch hier die Stadtwerke, die zwischen den Jahren erreichbar sind oder wir als Verwaltung selbst, dass wir das gemeinsam handeln. Bislang hat das super geklappt und deshalb auch Dankeschön für die großartige Unterstützung und die Rückmeldung aus der Bevölkerung und ich wünsche, wie gesagt, dass wir uns gesund in 2021 wiedersehen und gemeinsam ein schönes und gutes neues Jahr feiern dürfen. Alles Gute, frohe Weihnachten. Thank you.